Ein Thema, zwei Meinungen. Agora. Griechenland versinkt in Schulden, der Euro fällt. Ist die EU in Not? Nach dem 750 Milliarden Rettungspaket stellt sich die Frage, wie die europäische Wirtschaft künftig vor Spekulanten geschützt werden soll. Zwei Europaabgeordnete, die Französin Sylvie Goulard von der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa und der deutsche Sven Giegold, Mitglied der Grünen-Fraktion, arbeiten beide an einer Verstärkung der europäischen Finanzaufsicht. Die Märkte und der Euro. Was ist der Spielraum der EU? Das ist unser Thema in dieser Ausgabe von Agora. Man sollte nicht übertreiben. Die Märkte sind verantwortlich und müssen besser kontrolliert werden. Aber die Mitgliedstaaten der Eurozone sind auch verantwortlich, wenn sie das Abkommen nicht respektieren, das besagt, dass der Euro eine gemeinsame Verpflichtung ist. Es ist eine verbindliche politische Entscheidung. Bis jetzt haben wir noch nicht alle Schlüsse daraus gezogen. Zunächst ist es richtig, dass wir eine gemeinsame Wirtschaftspolitik in Europa brauchen. Und leider sehen die Verträge das eben zum Teil vor und zum Teil auch nicht. Wir haben nach wie vor kein europäisches Finanzministerium, was wirklich aktiv eingreifen könnte, wenn Probleme da sind. Wir haben bisher keine europäische Steuerpolitik. Und wir haben, das teile ich völlig, Mitgliedsländer, die sich an die Absprachen nicht halten, die sich zum Teil nicht mal an die Verträge halten. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die Antwort auf diese Krise eine echte gemeinsame Wirtschaftspolitik ist. Wir können viel aus der Krise lernen, aber das muss durch einen gemeinsamen Austausch geschehen. In den letzten Wochen wurden Tabus gebrochen. Es hieß, dass vieles unmöglich sei. Dabei ist es falsch, gewisse Probleme nicht anzugehen. Ich denke da etwa an die Rolle der Zentralbank und an die Wettbewerbssignale der verschiedenen Länder. À des signaux en termes de compétitivité, de différentes économies. On a au moins la chance. Dank der Krise haben wir nun die Gelegenheit, Dossiers, die zu lange geschlossen waren, zu öffnen. Die Mitgliedstaaten waren einander egal und jetzt sind wir in einer Sackgasse. Das ist natürlich unangenehm, aber es öffnet auch viele Perspektiven. Meine Wahrnehmung ist auch, dass wir gerade ein Gelegenheitsfenster haben. Wenn es irgendwann gelingen soll, wirklich zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik zu kommen, dann jetzt. Und das Grundproblem ist doch, dass das bisher daran gescheitert ist, dass alle Mitgliedsländer ihre Privilegien verteidigen. Die Luxemburger und Österreicher wollen weiter Steueroase spielen. Die Briten wünschen sich einen weitgehend unregulierten Finanzplatz London mit ihren Kanalinseln da drumherum und den Cayman Islands. Deutschland möchte gerne weiter seine Löhne niedrig, ansteigen lassen und die Sozialabgaben senken und damit Exporte auf Kosten der Nachbarn machen. Südeuropa und zum Teil auch Frankreich möchten das mit Problemen im Rentensystem und auch bei den Staatsausgaben nicht so ernst nehmen. Und so hat jeder seine Privilegien. Das Ergebnis ist dann, dass Europa als Ganzes wirtschaftlich nicht vorankommt. Meine Befürchtung ist, dass der Pakt zwischen den Generationen zerbrochen ist. Im Gegensatz zu den Gründervätern Europas, die in die Zukunft geblickt haben, sind heute Generationen an der Macht, die bereit sind, Schulden zu machen, um die täglichen Ausgaben zu finanzieren. Das bereitet mir Sorgen. Wenn man sich verschuldet für die Forschung oder um zu investieren, dann hinterlässt man den jungen Generationen etwas. Aber der Skandal ist, dass Frankreich etwa über seine Verhältnisse lebt und sich verschuldet, um für die laufenden Kosten aufzukommen. Also für die Staats- und Gemeindeausgaben sowie manche Sozialausgaben, von denen es heißt, dass sie den Konsum ankurbeln. Doch man kann nicht ewig Sozialleistungen mit Krediten finanzieren. Das ist ein Bruch mit dem Generationenpakt. Und heute sehen wir die Folgen. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, die sehr besorgniserregend ist. Die junge Generation verzweifelt, während die ältere Generation an Privilegien und dem Renteneintrittsalter festhält. Was mich jetzt allerdings ein bisschen stört, ist, wir brauchen erneuerte Regeln für den Stabilitätspakt und wir brauchen ernsthafte Vereinbarungen an dieser Stelle. Umgekehrt, was es natürlich nicht bringt, was man hier im Parlament jetzt viel hört und auch viel in Deutschland hört, dass man mitten in der Krise anfängt, praktisch die zarten Pflanzen des Aufschwungs wieder kaputt zu sparen, weil dann in der Konsequenz, wenn man die Rigidität zum falschen Zeitpunkt einsetzt, dann hat man im Ergebnis eben keinen ökologischen
Aufschwung, sondern man hat ein großes wirtschaftliches Desaster. Und da würde ich mir gerade aus Deutschland manchmal etwas mehr an makroökonomischer Vernunft wünschen. Im Bereich der Finanzaufsicht haben wir momentan ein nationales System. Die Krise hat gezeigt, dass die nationalen Aufsichtsorgane, seien es die Zentralbanken oder andere unabhängige Behörden, sehr wenig zusammenarbeiten. Im Europäischen Parlament bemühen wir uns darum, dass die Zentralbank für die gesamte EU risikoorientierte makroökonomische Analysen erstellt, die auch die systemischen Risiken mit einbezieht. Außerdem müssen die Börsenspekulanten besser beaufsichtigt werden und wir benötigen eine Kontrolle der Produkte, der Banken, der Versicherungen sowie der grenzübergreifenden Unternehmen, die sich durch den gemeinsamen Markt und den Euro entwickelt haben. Wir müssen also ehrgeizig sein. Das Europäische Parlament hat eine Stellungnahme im Wirtschafts- und Währungsausschuss verabschiedet, die weitergeht als die des Rats. Wir wollen den Rat an seine Aufgaben erinnern und ihm sagen, das haben wir 2008 und 2009 durchgemacht. Angesichts dessen, was heute passiert, glauben Sie wirklich, dass wir keine europäischen Regeln zur Finanzaufsicht brauchen? Das Grundproblem, was sich ja in der Krise gezeigt hat, ist, dass die nationalen Aufsichtsbehörden praktisch Teil des Wettbewerbs waren. Und das ist ja eigentlich völlig verrückt. Wettbewerb findet zwischen Unternehmen statt. Aber wenn wir Wettbewerb darum bekommen, wer hat eigentlich die schwächsten Regeln, dann ist das aus meiner Sicht eine Perversion des Wettbewerbs. Und da gab es auch hier in Europa leider viele, die immer das Lied vom Systemwettbewerb gesungen haben. Die gesagt haben, wir müssen Wettbewerb, darum haben wir die niedrigsten Steuern, wer hat am wenigsten Bürokratie, wer kontrolliert seine Unternehmen möglichst schwach. Und was wir jetzt versuchen ist, dass es einen gemeinsamen europäischen Rahmen gibt. Ein gemeinsamer Markt braucht auch gemeinsame Aufsichtsregeln. Und innerhalb dieser Regeln findet dann der Wettbewerb zwischen Unternehmen statt. Das heißt, es geht darum, jetzt nicht eine riesige Superbehörde zu schaffen, die den Markt stranguliert, sondern es geht darum, eine Rahmensetzung herzustellen für die Finanzmärkte, die sagt so, wir machen nicht mehr den Wettbewerb, ist jetzt die Finanzaufsicht in London bankenfreundlicher als die in Frankfurt oder die in Paris, sondern wir haben einen gemeinsamen Rahmen und innerhalb dessen sollen sich die Banken dann untereinander anstrengen, wer die beste Dienstleistung bietet. Und jenseits dessen gibt es noch bestimmte Exzesse, gerade im Bereich der Märkte, womit ich mich beschäftige, wo man auch sagen muss, bestimmte Produkte, die brauchen wir einfach nicht. Zum Beispiel, warum muss man mit riesigen Hebelwirkungen und damit Kredithebeln auf hochspekulativen, kurzfristigen Märkten spekulieren können. Kann mir keiner erklären, wozu das nützlich sein soll. Wir haben jetzt in Griechenland gesehen, auch in Portugal, zu welchen Übertreibungen das führen kann. Also das heißt, der Staat muss sich auch herausnehmen zu sagen, ganz bestimmte Typen von Geschäfte müssen nicht zu jedem Zeitpunkt stattfinden. Ich bin entièrement d'accord, à la fois sur la compétition malsaine. In der Tat, und die sogenannten Verteidiger des Marktes und des Wettbewerbes haben dafür gesorgt, dass es keine Regeln gibt. Nicht einmal Prinzipien, die eigentlich bestimmend für den Wettbewerb sind, wie Transparenz und möglichst viele Teilnehmer. Im Namen der freien Konkurrenz wurden wir Zeuge einer zunehmenden Perversion des Marktes. Und diesbezüglich kann man leider nicht auf menschliche Vernunft zählen. C'est ça.